So, ich gehe rein. Heftiger Sprung. Ein Schlund und ein Bug. Alter, das ist Duxa. Wer leuchtet und wer haut? Wir brauchen einen Leuchter und zwei Hauer, oder? Hier ist eine Kiste, Freunde. Kann man das mitnehmen? Oh, Pilze kann man mitnehmen, Leute. Jusen, komm mal zurück. Ist Jusen der Leuchter? Wir hätten gerade das weggenommen. David? Wie kommt denn, kannst du das kaputt hauen hier? Den Stein, ne? Nee. Hinter dir? Okay. Okay. Hab Pilze mitgenommen. Oh, meine Fackel ist kaputt. Man darf mit der Fackel nicht zuhauen. Oh. Was sagst du? Also, ich kann nicht alles machen. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen entscheiden, wer haut, wer abbaut und ein bisschen zusammenbleiben. Ich habe keine Fackel mehr, also sorry okay. dafür. Ich habe die Fackel, ich bleib bei David. Und du haust hinter uns, Jusen, hinter uns. Oh, zwei. Ah, da sogar ein Panzerung. Ich bin tot. Ja. Das ist gut. Bleib mal da kurz, bitte. Naja. Ich lass David mal abbauen. Oder geht das auch, wenn wir im Dunkeln sind? Lars, du hängst doch in der Küche ab, oder was? Anscheinend. Wer hat denn jetzt meinen Rucksack aufgehoben? Keiner, der liegt doch hier noch. Achso, man kann auch gedrückt halten. Wenn ihr Sachen abbaut. So, bin bei euch. Ich habe drei Fackeln. Denke ich. Ja, habe ich. Ich bin der Fackelträger. Und der Fackelhalter. Aber... Er vertreibt so weit vor. Auch nur Granit, oder? Ja, ist ja nicht schlecht. Die Pilze können da auch mit der Hand abbauen. Hau kaputt, Jusi. Geht nicht. Oh. Sackgasse. Die Wurzeln können wir als nächstes abbauen. Brauchen wir aber auch eine bessere Axt für. Und die Pilze könnt ihr mit der Hand abbauen. Und das auch keine bösen. Kein Werkzeug. Ja, ich habe gerade keine Hand frei. Ja, mach den Spitzhacke aber nicht dafür kaputt. Ja. Der Schmeiß kommt nicht mehr. Nee, deine Hände. Habe ich nicht. Tab drücken, Rad rausziehen, leeren rein. Lass dir immer einen Platz frei. Ich besitze keine Hände. Ah, da geht's noch hoch, David. Da hinten ist noch eine Kiste, lass mal da laufen. Ja, hier sind Spinnen. Ja, lass mal nach hier hinten. Da kommen ein paar Spinnen zu uns. Eine Fackel, das ist super. Oh, da ist ein Panzer, nice. Oh ja. Oh, ist runtergefallen.
einer leider. Ja, aber einer mehr als vorher. Hier ist noch einer, David. Wo? Da, bei dem. Eine Truhe? David, oh, guck mal, da hinten. Da zuckt David, er schon. Das war eine doofe Idee, dass wir das auf die Kante gesetzt haben. David, komm mit. Kommst du her? Hier? Weil, da. Weil das Dach jetzt auf vier Dinger in der Mitte nicht zugeht. Der Boden. Da bleiben immer vier offen. Nur von links und rechts. Das ist doof. Na, deswegen wollte ich eigentlich das davor noch abbauen. Aber du kannst doch hier so eine Bodendings einfach einziehen und da dann nochmal so ein Häuschen drauf. Oh, fuck, Leute, ich bin tot, was ist mal da? Na, ich wollte eigentlich so eine ebene Fläche haben, aber. Mit. Ich guck gerade, wenn ich mag, eine Seite im Balkon raus. Oh. Na, oder du kommst jetzt mit in die Höhle, Dicky. Nee, mach mal. Nee, jetzt ist mal beide schon mal zu, dann kannst du gleich mitkommen. Ich hab ja. Warte mal, ich. Nein, ich hab da nie mal eine Waffe. Ja. Mach mal erstmal. Da ist er. Lauf weg. Jupp. Das ist meiner hier? Nee. Das ist meiner. Ja. Da hinten sind bloß so Sachen auch zum Abbauen wie Pilze und so, aber sonst müssen wir da lang, Leute. Gehen wir da lang. Oh, hier ist eine Kiste. Warte, das ist ein Skelett. Das kommt zu mir hoch. Da kommt noch was, pass auf. Von vorne. Wollen wir eigentlich erstmal zurückgehen und gucken, was da kommt, oder wollen wir jetzt hier so über durchlaufen? Kann ich schon sehen. Okay. Wer weiß, das führt hier eher alles im Kreis, sage ich gleich. Ja. Ist jetzt nicht so wie bei The Forest, dass wir woanders rauskommen. Oh, hier eine Kiste. Oh, hier sind Viecher. Nehmen wir zwar hier erstmal voll die passive Rolle ein, Leute, aber ich hoffe, das hier auch ist ein Skelett, Freunde. Das, na, wenn man eine Fackel gibt, kann ich auch. Ja, alles gut. Also, hier ist ein Skelett, ich Freunde. Leute, Skelett. Daumen. Da waren wir schon, Lucy. Ja. Eigentlich nach unten oder nach links, oder? Wo die dunklen Steine sind hier. Kiste! Nach links geht's auch weiter. Ist hier was bei euch? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Die Kiste. Na, dann müssen wir da lang, Leute. Ist auch Sackgasse, ne? Ja, ah, da waren wir noch nicht dran. Hast du immer noch Platz? Ja. Hast du genug? Dann hätten wir jetzt noch hier die ganzen Steine und die ganzen Schnickschnitte, die wir hier finden. Und dann... Ja. Ist das halt bloß in Klump hacken und dann leuchte ich euch den Klump.
Wenn einer ja, Inventar Mensch, voll hat, dann. Jo, das muss man jetzt sagen, ne? Meine Spitzhacken sind leer und Inventar. Hier, David. Wo bist du denn? Hättest du es einfach rausziehen, oder? Ja, einfach rausziehen. Dann gib mal den Inventar. Ah. Hier ist noch die Spitzhacke. Die andere, David. Ich hatte zwei für dich. Ich bin doch der Leuchterhalter. Du bist die laufende Laterne. Ja. Bin so normal Lantern. Nicht so green. Alter, hier die kleinen Sachen und so, sowas kannst du hier auch sammeln. Mach ich auch. Aber ich wollte ja gucken, wo ihr hinlauft. No! Ich bin runtergefallen. Oh, da geht's raus. Nee, ich glaube, wir sind langsam. Oh, ja, bei mir geht's raus. In der gleichen Sackgasse, wo wir vorhin waren. Geradeaus. Ah, hier. Na, würde ich sagen, sind wir hier halbwegs durch. Ich glaube, hier spawnt immer wieder was nach. Dann kann man hier etwas mal reingehen und gucken. Hier sind wir vorhin hoch. Wenn wir ein Schild und sowas haben, das würde ich als nächstes vielleicht machen, können wir uns auch ein bisschen besser. Genau. Aber das müssen wir jetzt erst wieder herstellen. So ein bisschen wie an der Spindel bei Grounded oder so. Da muss man ja auch aus den Fäden Seide und blablabla machen. Ich komme jetzt mal nach Hause. Zu Hause muss ich erstmal nach meinem Essen im Ofen gucken. Das kann schon dunkelbraun sein. Oder hellschwarz. Gehen wir mal ab in die Höhle, Leute. Dann schauen wir mal. Setzt. Ja. Muss man die Wurzeln mit der Axt abbauen, David? Du hast keine grüne Axt bei. Nee. Solltest du eine grüne Spitzhacke und eine grüne Axt rausnehmen? Ich habe mir eine grüne Spitzhacke rausgenommen, was anderes war da nicht. Da war auch eine Axt. Ich bringe dir eine. Ja. Hier sind auf jeden Fall Wurzeln in der Ecke, aber wenn man da rankommt, ich denke mal mit dem geneisten Sprung, David. Ich hab's, Digi. Brauchst nicht runterkommen. Nee, du hast die Axt. So, Lars. Kommst du? Mhm. David? Oh, da. David. Oh.
David? Ich guck. Achso, ich hab gedacht, du wärst jetzt, okay. Ne? Internet weg oder so. Nee, 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 nee. Hast du eigentlich schon auf mir geguckt? Ja, ja. Check. Das Ding war auch noch abgebaut. Das ist denn doch zu hoch. Ah, komm mal ran, würde ich sagen. Theoretisch jetzt eigentlich auch Plattformen bauen und da rankommen, wenn wir an die Decke nicht rankommen. Du brauchst nur unterstehen und hochgucken. Nee, dann nee. Kommst du da also so manche Sachen kommt man nicht ran, Digi. Okay. Sonst komm hierher zu mir und zeig mir, wie geht. Ja, warte, warte, warte. Wo du bist da oben? Jetzt bin ich, aber hier geht's weiter, hier sind Gegner. Gegner mag ich nicht. Ich gehe lieber dahin, wo nichts los ist. Du meinst das Ding hier oben an der Decke? Ja, das haut doch schnell einer kaputt. Ne, hier, komm laut. Warte, warte, warte. Bin ich laut. Ich komm, ich komm, ich komm. Da. Da oben meinst du das Ding? Oder wo meinst du? Ja, na, über dir. Das ist doch Granit, ist das, oder? Ja, aber grüne Zeug, so, nicht das Standardzeug. Das ist gute Zeug. Ich krieg's nicht abgebaut. Du wolltest mir jetzt zeigen, wie es geht, also Attacke. Warte, warte, warte. Das ist. Aha, ja. Ja, ich sehe. Ah, okay. Okay, ja, ja. Du hast ja so schon einiges genau so anders als ich, muss ich ja zugeben. Genau so musst du das machen. Ja, ja, deshalb ja. Deswegen. Also da hast du jetzt schon Mörderunterschied, also. Man kann keinen anderen ja hauen. Leute, wollt ihr mal zu mir kommen? Hier könnt ihr jemanden hauen. Okay. War gerade so toll, wo wir uns gegenseitig hier die Birne einhauen. So, warte mal, du bist da hinten. Hier gerade super, Alter. Bin fast gelede. Hast du mal geholfen, wa? Mhm. Da vorne ist noch einer. Siehst du ihn? Willst du ihn? Ah, du willst ihn doch. Komm, hol dir den Knopf, mein Hund. Hol dir meinen Bogen. Ich will mal die Armbrust ausprobieren. Warte mal. Ich bleib hier. Alles ja. Gut, der hat mich noch nicht gesehen. Die Armbrust. Warte. Alter. Da, die Hälfte ab. Da ging er da ohne. Die Hälfte war weg. Ja. Die Hälfte war weg. War nicht schlecht. Achso, da ist ein Gegner hier. Na, ich seh nichts. Hier mal abbauen, Junge. Also durchlauf ist nicht viel. Ja, aber bei mir brauchen wir jetzt nicht so viel. Doch. Okay. Marmor brauchen wir gut viel. Ja, aber nicht Granit. Warte, warte mal, ich glaube hier den kriege ich auch noch. Ja, hier. Nice.
Ah, ich komme da oben nicht ran. Ich auch nicht. Warte, kann ich mich hinhocken? Nee, ducken geht nicht. Warte, ich komm wieder, ich zeig dir, wie man rankommt. Ja, aber Jusen, hier kommen wir ran. Doch. Wenn die ganz bestimmte Position hat, dann kannst du die Dinger an der Decke hochhauen. Mhm. Ganz gefühlt 2 Meter weit weg sein. Aber da oben ist gerade so eine Ressource gespawnt, da kommt nicht ran. Da hieß noch so eine Wurzel. Ich seh nix. Ja, ich hau sehr grad. Meine Pickets. Ja, auch Yuzi. Standard dabei. Ach, damit kann ich den Tempel nicht abbauen. Ja, hier hast du ein Gitter, oder? Nee, ich hab vielleicht auch gedacht, dass der Ast da. Aber ich war mir unsicher. Nee, nee, der Ast ist nichts. Jetzt normales Holz, ne? Ja, aber hier hinten noch. Die sind so immer eingekringelt, weißt du? Eingekringelt! Da oben. Ah, hier ist noch ein bisschen. Oh! Was denn? Ich bin tot. Oh, was ist denn jetzt hier los? Skorpion. Ich hatte zu wenig Leben. Ich bin vergiftet, fuck. Alter! Oh, okay, ich bin auch tot. Hat der Wichser mich auch nochmal erwischt. Weil mich gerade heilen, kam er gerade von hinten und klack. Oh fuck, hier sind jetzt überall Skorpione. Wir müssen kommen zurück, wir brauchen den Ammo. Keine Angst. Ja, aber mein Zeug ist noch da drin. Ich gehe in die Höhle. Ja, geht aber, kommt mal zu mir, wenn's geht. Komm ich denn jetzt nicht mehr raus? Helf mir mal. Oh. Hier sind einige. Wir rennen einfach durch. Nee. Sprinten wieder durch und gucken. Oh, die Tür. Gleich. Ich habe keine Ahnung, wo wir gestorben sind, Josen. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich weiß ja nicht. Denn hier durch? Wo ist denn hier überhaupt der Ausgang? Den finde ich, aber. Ja, da hinten. Hier, Palder. Ja, aber hier sind auch Skorpione. Oh, fuck. Das bist. Wem gehört das? Ich weiß nicht, wem es gehört. Jon. G-Man, fuck. Wo ist deiner? Keine Ahnung. Ah, ich glaube hier. Gibt's hier eine Karte? Oh, nur Skorpione, fuck! Karte nicht verfügbar. Ich hab Jusen verloren. Ich bin hinter dir, ich bin wieder hinter dir gelaufen, Vater. Nee. Ja, ich seh dich da vorne. Komm. Ja, komm mal zu mir. So, okay. Muss ich weiter, glaube ich, müsste. Um rauszukommen. Aber ich weiß nicht wo. Nee, wir sind mal falsch. Da oben. Ja. Und jetzt ganz schnell raus hier. Was hier noch? Wo geht's denn hier? Okay. Pass auf, sonst nimm mal eine Waffe, damit du zuhauen kannst. Ich bin der Leuchtetyp. Dann hau alles um, Waffe. Was kommt. Ich hab eine Waffe, komm einfach. Ja, hier lang, Yuzi. Okay. Hier beim Grün. Ja, stimmt. Hier bei Lars geht's ab. Hau zu. Nein, durch. Wo geht's denn lang hier? Grünes Licht, okay. Ja. Du hast alle gekillt! Ganz allein, Alter. Ich finde hier mich ja nicht so recht. Ich glaube jetzt hier unten runter, oder? Da ist der Ausgang. Alter, zu viele Gegner. Oh, ich bin tot. Okay. Ich auch. Ich kill alleine 3 und ihr schafft hier Kinder, ach, nee, nicht mal den Kindergarten.
Das ist schade, ich hatte so viel eingesammelt. Ja, ist egal, wir holen es jetzt wieder. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Lang gelaufen, Alter. Steht da ein Name dran an dem Rücken, oder? Ne, wir müssen erstmal wieder in die Nähe laufen, glaube ich. Hier, Leute, bei mir. Ja, hier oben. Was ist meine? Was ist deine? Das ist meine. Okay, ist weg. Ja, wir können raus, glaube ich. Ja, dann raus auf zum Ausgang und Fü und Hot und Brill. Ja, nicht erst mit den Viechern hier dort kämpfen. Da rennt jemand ganz schnell raus. Viel gesammelt haben wir nicht wirklich. Na doch. Ich hab wir sind ja alle einmal gestorben. Da ist doch mal die Hälfte weg, habt ihr vorhin gesagt. Ja, ja. Ich habe 24 so eine Knorrwurzeln. Ich habe 34. Marmor habe ich, Granit habe ich. Ja, na, ein bisschen was ist weg, aber die Hälfte na, nicht kein ganz. Marmor habe ich 54, also ist doch nicht verkehrt. Ich bin tot. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Wann wirst du nicht angegriffen? Ja, dann komm doch mal mit. Jusen. Mann, ja, ich komm doch schon. Das sind so viele Gegner. Aber ein Wolf. Ein Wolf und drei Spinnen, die mir hinterher hüpfen. Vier. Ja, die kommen aber davon, dass wenn du Steine aufnimmst. Du bist ein Fehler, ich greife auf die letzte. Ja, schon. Ich will noch ein bisschen Loot ranschleppen, damit das läuft, so, weißt du, das System so. Ja, dann streiche mal ein paar Schafe, damit wir Wolle kriegen. Okay. Du bist doch nebenbei. Ich sammle ja nebenbei auch Äste und so. Du sagst nur Schafe, 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 ja. Wenn du da deinen Fetisch hast, ist der für dich okay. Aber ich hoffe, dass wir auch mal so eine Art Rüstungsbergfall kriegen. Oder? Ess doch Fleisch, dann habt ihr mehr Leben. Eine Rüstung wäre noch besser, oder nicht? Gibt keine Rüstung. Es gibt keine Rüstung, mit der ich noch auf keinsten. Muss man ein bisschen optimistischer denken. Mhm. Hier, wenn ihr Jusen sein Spiegelei isst, dann habt ihr einfach plus 5 Leben. Obwohl du Quatsch kriegst. Jetzt Jusen sein Spiegelei oder sein Spiegelei Jusen? Interpretation ist Sache. Also wenn ich 5 Jahre meines Lebens dazu kriegen würde, wenn ich Jusen sein Spiegelei esse, dann lässt sich das auf jeden Fall. Das Ganze wissen. Da würdest du doch bei mir genauso machen, würde ich dir auch gönnen, Digi. Für 5? Hier ist so geil, das elektrische Klappe. Also einen Hoden zu verlieren, damit du 5 Jahre länger lebst. Und ich mach. Könnt ihr Bäder haben. Ey, ich brauch's doch nicht. Danke, Lars, nehm ich. Ist gemerkt. Du weißt, das ist hier auf Band, ne? Das wird auf YouTube veröffentlicht. Also, das ist rechtskräftig. Ich werde, wenn ich sterben sollte und mir dein Hoden 5 Jahre mehr Leben geben würde, dann. Wird nicht passieren, dass das da 5 Jahre mehr Leben. Ach, warte mal. Was in 10, 20 Jahren ist, das weißt du doch ja nicht. Wie kann ich denn das elektrische Garagentor abbauen? Jusen? Ja, ich weiß es nicht. Achso. Ich hab hier ein elektrisches Garagentor.
aber ich will es ja nicht zerstören. Ich möchte es ja gerne mitnehmen. Also die blaue Axt und die blaue Pike hält ja wesentlich länger als die graue, ne? Also wesentlich. Das ist ja ein Mörderunterschied. Oder findet er nicht? Wenn du das sagst. Na, ich hab das jetzt hier schon eine Weile getestet und habe jetzt die ganzen Billig-Äxte und Billig-Picken aufgebraucht und habe jetzt auch die guten Sachen in Blau, also in Grün. Und Grün ist schon, obwohl das nur eine Stufe höher ist, ist das schon. Also gefühlt hält es dreimal so lang wie eine graue. Kann mal einer herkommen zu mir? Ich bin zu voll. Der User kommt. Komm mal her. User muss aufpassen, der will dir den Hoden entreißen. Sehr gut. Sterblichkeit. Ja. Ja, Essen kannst du mir auch alles geben, kann ich gleich kochen. Okay, Palda, so lange kann ich auch nicht mehr alles hier nehmen. Dein Hodengrill. Also das Essen, was du schon essen kannst, ich brauch die Rohdinger, Digga. Digga, ich mach nur Holz und Stein. Okay. Wenn du was anderes willst, dann frag einen anderen. Okay, danke für nichts. Ich bin dir sehr zu Dank verpflichtet, dass du das gemacht hast und den Stein des Holz mitgenommen hast und so. Nein. Die Worte, die du sprichst, klingen leer. Lass mich in Ruhe. Okay, ich komme morgen zu dir, bringe Strauß Rosen mit und eine Kerze. Fiste dich anal, bist du dann glücklich? Oder? Nee, den Hoden kraulen. Problem ist, ich kann immer noch nichts verräumen, leider. Ja, aber dann legt es den anderen doch hin. Wenn die anderen nicht herkommen, die wissen doch ganz genau, dass wir beide das nicht können. Ne? Also, sag denen, komm mal her, Lars, komm mal her, David. Ich schmeiß jetzt alles auf den Boden. Pack das mal bitte in eine Kiste. Na, David ist gerade hier. Ich lasse ihn gerade weiter enträumen und wenn er Zeit findet, wäre ich sehr dankbar. Ja, ich bin hier weiter am Machen und komm dann auch dahin und da bin ich genauso wie du an der Stelle, wie du gerade bist. Ne? Also ich bin hier hinten, direkt auf der freien Fläche, kann nichts wegkommen. Das ist dann ja auch noch die letzte Aktion für heute. Genau. Ja, ich wollte eigentlich bloß noch die drei Spitzhacken kaputt hauen, die nur noch ganz wenig haben. Und dann wollte ich nach Hause kommen. Das war mein Plan. Und Jusen war so lieb, dass er mir das abgenommen hat, obwohl er das nicht mal selber wegräumen kann. Ja? So lieb warst du. Ja. Fahre. Auch ja, ist egal. Ich will nur ein Skin haben für meinen Charakter. Ja, so geil. Aber der Oldschooler überhaupt sagt, ja, ich will nur ein Skin haben für meinen Charakter. Das ist mega, Leute. Ohne Witz. Na, ich weiß nicht. Kann man durch ein paar Oh, ich krieg ich den Arsch. Ich krieg den Arsch. Ach, mein Pfeiler. Na, komm doch her. Komm nach Hause. Jusen, ich bin hier unten. Also wirklich, kannst du nicht einfach nach Hause kommen? Ja, wollte ich doch. Ja, hier ist doch nix. Doch. Was denn, der Peter da hinten? Ja, der da. Halt der Fred da. Ne? Jetzt komm nach Hause. Nee. Stummer Rest. Komm jetzt. Ich habe noch 5 Picken, die ganz kurz vorm Überlaufen sind. Es und ist mir so scheißegal, was das ist. Kommst du nach Hause, sonst stummer Rest für einen Monat. Da denn. Nehme ich dir den Kauf. Ohne Fernseher, ohne Internet. Okay. Und du kriegst einen Teuchersgürtel. An dir rumspielen geht dann auch nicht mehr. Nee. Du bist richtig einsam auf einmal, denn. Ja. Achso, bist du ready, David? Ich hab ein paar Sachen, die ich dir geben kann. Oh, nee. So, Pfeiler, kommst du nach Hause? Mhm. Du warst auch schon ein, okay. Ich auch?
Ja, wir machen langsam Schluss, Leute. Also wäre cool, wenn ihr jetzt alle da so nach Hause kommt. Ich langsam finde ich. Also nicht allzu langsam, Feilerus. Also ich habe noch 2 Minuten. Hätte ich mal eine Schaufel, hätte ich so viel ausgraben können. Hättest du eine herstellen können? Konnte ich nicht, nee. Konntest du nicht, nee. Nee. Gleich ist das Haus kaputt. Außerdem wirst du doch eine Schaufel im Dings drin sein, oder? Nein. Doch, ich glaube, eine Schaufel war mal drin. Nein. Doch, hier, dann wird doch. Nein. Alter, hast du erstmal nicht richtig geguckt? Nein. Hilfe! Ich bin tot. Schockschwere Not. Kam bis jetzt ja nur 3-mal vor. Noch mal 6 draus, würde ich sagen. Mal. Also. Okay. Wir müssen ja mal fair bleiben, Leute. Wir müssen ja mal fair bleiben. Wollen wir so von der Art gucken, wie oft man gestorben ist? Ich glaube nicht.